Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei InTV. Die Osterferien sind rum und unsere Abgeordneten wieder voll im Tagesgeschehen. So geht es dieses Mal um die lokale Medienvielfalt in Bayern. Die basiert ja auf den Erlösen regionaler Werbetreibender. Das betrifft die Lokalradios, die regionalen TV-Sender und die regionalen Tageszeitungen. Durch die kürzlich erlaubte regionale Werbeschaltung bei nationalen TV-Sendern befürchten die Regionalmedien einen Einbruch ihrer Werbemärkte. Der Rundfunkstaatsvertrag enthält dazu bislang noch keine Regelung. Ich glaube, dass wir in Bayern ein gutes, ausgewogenes System haben zwischen regionalen, lokal verwurzelten Sendern und den Lokalfenstern auch von den großen Fernsehgesellschaften. Ich glaube, dass das System sich insgesamt bewährt hat und es auch gar nicht schlecht ist, wenn jetzt auf renommierten Sendern wie RTL oder Sat1 auch regionale Angebote sind. Da erreicht man natürlich auch viele Zuschauer. Also ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich das System in Bayern mit einer guten Mischung bewährt und deswegen sehe ich jetzt da keinen Veränderungsbedarf. Wenn die Großen jetzt Zugriff bekommen auf die Produktwerbung für lokale oder regionale Produkte, dann sterben auch auf der lokalen und regionalen Ebene Zeitungen und kleinere Fernsehsender. Wir sind dann deswegen dafür, dass wir es vertraglich und gesetzlich regeln. Das kann man regeln und das soll man regeln. Kommen wir zu einem anderen Thema. Wohnen in Ballungsräumen wird immer teurer. Daher soll der Freistaat jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und seine Grundstücke nicht an den Meistbietenden, sondern an den Kaufinteressenten mit dem besten Wohnraumkonzept verkaufen und dessen soziale Absichten im Grundbuch verankern, so der Antrag der SPD. Leute, die hier arbeiten als Kellner in einfacheren Berufen des öffentlichen Dienstes, Pflegeberufen, können sich Wohnungen hier nur noch leisten, wenn wir billiger bauen können. Das heißt, der Staat kann nicht nur auf höchste Renditen schauen, er muss bei der Einbringung seiner Grundstücke soziale Kriterien anlegen, damit wir zu verträglichem Wohnungsbau in der Stadt und in der Region München etwa kommen. Bloß das Ansinnen, also quasi die Art und Weise, wie das geplant ist, das ist natürlich jetzt schon teilweise auch ein bisschen grotesk. Ich glaube, dass das einfach viel mehr sinnvoller wäre. Das könnte die Stadt ja heute schon machen und sollte sie schon machen, dass die beispielsweise Grundstücke mit einer ganz normalen, simplen Auflage verbindet, das billigen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Diese Möglichkeit hätte sie schon und sie macht es nicht. Also da geht eigentlich die Kritik an die SPD zurück. Das war's auch schon wieder von Plenum TV hier bei InTV. Liebe Zuschauer, wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, Servus.